1.500, das ist nice. Plus 2 ist die kleine. Das weiß so ganz wenig. Der große Part kommt ja noch. Ihr habt nur der kleine Part. Jetzt guckt euch den ganzen Scheiß an, der hier gerade wächst. Wenn das mal fertig ist. Ah, muss gucken, dass ich mir da oben für da oben auch noch was kaufe. So, wenn es ohnehin regnet, ihr kennt die Devise, wir gehen's in die. Wir gehen runter in die Cave. Sprich, alles rauslegen, was wir nicht brauchen werden. Bis auf das da. Und vielleicht nehme ich noch die Grapes mit. So. Sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Alles Wichtige, was wir brauchen. Weiter geht's. Und timing-wise, ich bin gleich wieder da. Wie gesagt, wir gehen einmal in die Höhle. Das Beste draus unserer Situation machen. Ob ich hier noch was reinpflanze, ist gerade. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall die Spring Seeds habe ich jetzt erstmal weggelegt. Und ich glaube, demnächst brauche ich auf jeden Fall eine zweite Kiste. Einfach, um lagern zu können. Das wird nämlich langsam viel Stuff, den wir besitzen. So. Let's run. Wenn ich übrigens irgendwas mit Run sagen möchte, habe ich automatisch, ohne Wenn und Aber, ohne irgendwas, von Radiohead Creep im Kopf. Einfach diese lange, gezogenes Run. This is a great gift, thank you. Kein Problem. Ich bring das dann hier mal wieder mal vorbei. Wenn ich Essen hab und in die Höhle gehe, gebe ich dir was ab. Wir gehen aber zuerst mal zu Adventurer's Guild, wie gesagt. Wollte ich hier als erstes machen, bevor ich rüber zur Höhle gehe. So, einmal die Brücke. Und gucken, wie es mit der Adventurer's Guild aussieht, wenn sie überhaupt offen hat. Und die macht das um 2 Uhr. Oh. Dann gucken wir, was hier ist. Ah, eine Brücke, die repariert werden muss. Okay, I'm done. I'm done playing with you. Greenhouse. Okay. Ja, genau. Das habe ich gerade eben schon rausgefunden. So, los geht's. Ab nach unten. 25. Wir schauen, wie weit wir uns durchkämpfen können. Ich hoffe weit. So, gotcha, Bitch. Einmal hier durch, alles durchrasen, kaputt machen. Einfach nur, weil ich gerade Lust drauf habe, Ding ist das Schnetzeln, das mich glücklich macht. Und dann schauen wir, wo es weitergeht. Nope. Okay. Dann werden wir uns durchbuddeln müssen. So, ich gehe noch hier. So, bitte drück mir den Daumen, dass es diesmal wenigstens ein bisschen Amethyst da ist. Ich könnte ihn gebrauchen. Ich habe, glaube gar keinen mehr. Ja, perfekt, den Ausgang direkt gefunden. Müssen wir das richtige Zeug holen. Wie zum Beispiel diesen riesigen Brocken da aus dem Weg räumen. Jawohl, nope. Aber mittlerweile lohnt es sich ja eigentlich auch den Stein abzubauen. Im Endeffekt habe ich ja die Möglichkeit, mir dieses Staircase zu bauen. Sollte ich einfach nicht mehr wissen, was ich tun soll. So. Und rein, ne? Das ist wie Copperohr. Ich wollte eigentlich durchlaufen zu der Kiste und nope, der Ausgang spawnt direkt vor mir. Like, ich bin nicht mal wütend auf den Ausgang, aber yo, wir können es beim nächsten Stein spawnen. Hier wäre es kein Problem gewesen. So. Ganz viel Copper. Ich glaube, ich muss mir demnächst mal eine zweite und dritte Furnace bauen. Ich muss gucken, dass ich diesmal relativ viel Kohle rausziehe, solange ich hier bin. Wäre, glaube ich, so eine Sache, die wichtig wäre. Ich habe nämlich nicht allzu viel Kohle, ist mir aufgefallen. So. Ah, noch ein bisschen Copper. Minus Speed. So. Du hast das Pickaxe-Update mittlerweile schon, oder Mario? Oder Tommy wahrscheinlich auch. Also merkt man einen Unterschied? Braucht man weniger zum Beispiel einen Kopf zu schlagen, keine 3, sondern 2 Schläge? Oder ist es nur so ein ganz minimaler Unterschied, dass es eigentlich gerade egal ist und nur sich so langsam aufbaut? 2-mal schon, okay. Kopf ist ein One-Hit, alles klar. Ja gut, dann gucke ich, dass ich wahrscheinlich mein erstes Upgrade dafür gleich einsetze. Für meine Pickaxe, dass ich schneller hier durchkommen kann. Und dann kurz danach die Axt, damit ich vielleicht mit den Bäumen weniger Probleme habe.
Gib mir den Ausgang. Nein, ich möchte einen Ausgang haben, komm schon. Einfach nur einen einzigen. Brauch keine drei, nur einen einzigen. Du kannst mir auf der nächsten Ebene drei geben, wenn du willst. That's all I need. That's all I'm asking for. Ich hab eine fucking Krabbe. Okay, ich hab eine fucking Krabbe dabei. Das ist cool. Das ist der Punkt. Theoretisch kann man sich schnell machen, wenn man zur nächsten Ebene will, indem man einfach auch wirklich zuschaut, dass man viel abbaut. Aber es kostet dann so viel Energie, dass es meistens schlauer ist, einfach wenn man energiesparend sein will, einen Monster zu jagen. Aber bis du einem Monster hast, vergeht so kacken viel Dreistzeit, dass du kaum Progress hast in der Mine. Das ist so eine Sache, die man ein bisschen selber abwägen muss. Ob man jetzt hofft, dass man was bekommt oder nicht. Und die Musik ist ganz nice. Ich bin all in all bin ich übrigens echt glücklich mit dem Spiel. Es ist wirklich das, was ich wollte und was, worauf ich gehofft habe, dass es ist. Ich meine, ich bin jetzt schon glücklich und ich freue mich echt schon zu sehen, wie das Endgame oder sag ich mal, nicht unbedingt Endgame, aber das spätere Game aussehen wird, wenn man wirklich schon eine laufende Farm hat, richtig viel Zeug und sowas, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich habe noch kein Gefühl dafür, ich habe keine Idee, was passieren wird. Wow. Das ist cool. Omnidiot, okay. Contains variety of things. A variety. Och nein. Ich muss die alle Stück für Stück ausschalten. Ich muss gucken, dass ich das hinkriege. In aller Ruhe, einfach nur warten. Es wird langsam mehr. Vorbei. Hoffe ich. Ich hätte einen Ausgang. Ich habe dort noch Kopper gesehen, den ich haben möchte. Okay. Nein, fuck, komm, ein Hit noch. So. Rein damit. Das ist auch was. Oh, no, 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 no. Mistding. Ich hoffe, mein Schwert ist irgendwann stark genug, um sie auch in dieser Barriere durchschneiden zu können. Weil, es ist nervig. So. Ich hätte bei Karis die droppen möchten. Hardwood. Hardwood. Da mache ich gleich Platz für. Und zwar mit Mixed Seeds. Und das brauche ich dann. Fiber brauche ich nicht. Hardwood habe ich. Das macht mich schon mal glücklich. Und da ist ein Mushroom. Oh, ich möchte den Mushroom haben. Ich will Pilze sammeln, hui. Was werde ich los dafür? Eigentlich den Stein, das ist das Wertloseste, was ich gerade habe. Und das kann ich mal gleich essen. So. Perfekt. Ich kann nicht mal lesen, was du gepostet hast, Mario. Oh, ich hab... Ich hätte nur was nehmen können. God darn. Why didn't I think? Egal, lass weiter runtergehen. Oh. Das ist sexy. Es ist 4 p.m. Was ist das? Das ist ein Zombie? Sieht wie irgendwas Menschliches aus. Und es frisst relativ viel. Okay. Was droppt's? Quarz. Und Stone auswechseln. Was ist das? Man sieht. Weg mit dem Zap. So. Jetzt ich ein bisschen mehr Ordnung drin. So halbwegs. Torch lasse ich mal hier, die gibt mir gerade wenigstens ein bisschen Beleuchtung. Super interessant hier gerade. Okay, ich guck mal, dass ich wieder nach dem Ausgang buddel. Oder anfange zu buddeln. Ja. Wo? Fucking Bats. Wahrscheinlich halten die noch genug aus, oder? Okay.
noch eine. Von oben. Komm. Die Mistdinger. So. Batwing, ja. Lassen wir das mal dann beiseite. Vielleicht bringt es uns was ein. Vielleicht ist es in irgendeiner Form wichtig oder bringt was ein. Ich weiß es nicht. Alles, was ich sage, ist einfach nur dummes Raten mittlerweile. Willkommen in meiner Welt. Ich habe keinen Platz für den Geode, weil ich den Multi-Geode behalten möchte. Der ist much cooler. Und ich sehe hier nirgendwo den Ausgang. Da habe ich gerade einfach nur Pech. Das ist gerade ein bisschen doof. Kann ich genauso gut eigentlich gleich wieder hochgehen? Oh, da! Mein Gott, ich hab's noch nicht sehen können. Hm. Oder, was heißt sehen können? Ich hab's einfach nicht gesehen. Weil ich bin doof und ich sollte dazu stehen. So. Hier haben wir noch ein bisschen Kopper. Und ich glaube, nach dem ganzen Kopper, das ich hier finde, mache ich mir auf jeden Fall eine weitere Furnace. Ansonsten dauert das Ewigkeit, bis ich da fertig bin. So zwei, drei Stück vielleicht, dann bin ich schnell durch. Kohle habe ich auch mittlerweile genug dafür. So aus wie ein lilaner Amethyststein. Puh. Ding. Take me some damage. Die! Fünfmal für einen Topaz. Müsste sein, oder? Ich glaube, das ist ein Topaz. Quarz habe ich mehr. Ich nehme mal für den Topaz ein bisschen Platz frei. So. I really wanna play Corp, ja. Yeah. Ich glaube, was das Schöne an Corp ist, dass es zum Beispiel so gerade die Probleme, die Crypto gerade hat, langsam releasen würde, weil er hat einfach ein Problem, dass er hat zu viel zu tun, aber zu wenig Zeit, um das als ein einziger Mensch zu erledigen. Was ich von der Idee her cool finde, dass du kannst dich in der Farm und dein Social Life und Erkundung und alles alleine machen. Du brauchst schon Hilfe. Und da wäre halt Corp perfekt. Ich möchte gerade übrigens nur einen Ausgang finden, um eine Ebene tiefer zu gehen, dann wieder eine Ebene höher gehen zu können, sprich rausgehen zu können. Da. Dankeschön. Dafür habe ich keinen Platz. Okay, dann ab nach oben. Wir können kurz noch in die Gelder reingucken, falls sie noch offen hat. Hi. So, was gibt's Schönes bei euch? Pirate Sword. 8 bis 14 Damage, wow. Cutlass, ihr habt schon relativ viel Zeug. Ich meine, ich dachte, meine Waffe wäre cool. Und ich kenne meine Batwings, aber ich schätze mal, ich werde die alle noch für irgendwas brauchen, deswegen warte ich noch ein bisschen. Wie sieht es mit der Liste aus? Genug Slimes, ein paar Bats. Cave and Sucks habe ich bald voll. Und Duggies, schätze ich mal, sind die Maden. Sea Guilty Claim. Okay. Geht klar. Ich schätze mal so zwei, drei Ausflüge noch in die Höhle und dann haben wir, glaube ich, zwei, drei Aufträge fertig. Die Maggots haben wir dann wahrscheinlich fertig. Oder nein, ich glaube, das sind die Dictas. Ich glaube, das sind die Dictas eher. Von der Anzahl, die ich gelegt habe, ich habe schon viel mehr Maggots getötet als das. Na gut. Mein Magen spricht. So. Würde mich mal interessieren, ob wir jetzt gerade zufällig noch irgendwo Ding finden könnten. Abigail. Oder ob sie schon pennen ist. Ich gucke einfach mal ins Haus rein, wenn es offen ist. Dann sehe ich, ob sie pennen ist und in ihrem Zimmer gammelt. Oder ob ich den Menschen noch besuchen kann. Ich meine, jeder normale Mensch würde pennen. Weil wer redet hier von normal? Nope. Yep. Genau, die machen einfach komplett zu. Um 9 Uhr Schluss. So, dann zurück ab auf die Farm. Das ganze Zeug mal los, wenn ich glaube, ich muss
gleich eine zweite Chest machen, ansonsten passt das ganze Zeug nicht rein. Ja. Ja, ich werde eine zweite Chest machen müssen. Da. Das ist jetzt doof. Wieso rausschmeißen? Wieso kann ich nicht einfach so loswerden, like, schließen und... Ah! Ich bin eingebacken, muss den Tag jetzt neu starten. Du bist ein lucky Dude. Hinterm Zelt! Yay! Krieg ich jetzt was dafür? So. Und da lege ich den ganzen Stuff rein. Ich werde das dann irgendwann ein bisschen mehr aufteilen, wo was sein sollte, glaube ich. Und ich gucke schon mal, je nach Wetterlage, dass wir dann morgen einfach nur alles durchgießen. Und dann, ja, es ist halt echt der Tag. Genau, müssen wir unsere Gießkanne nehmen. Wo ist es? Da ist es. Und wir haben Mail. This Easter and tomorrow we're all getting together for the flower dance. If you can find a partner, you might even want to participate in the flower in the dance yourself. There's a little clearing beyond the forest west of the town. Beyond the forest west of the town, but we hold the dance. Arrive between 9 a.m. and 2 p.m. if you're interested. Okay. Ich wette, du bekommst keinen. Ich bekomme alle. Okay, cauliflower. Noch eine cauliflower. Können wir hier noch die ganzen Beans wegtun. Und ich schätze mal so, morgen, übermorgen sollten meine ganzen Kartoschki fertig sein. Ah. Er hat mich 2 Tage zurückgesetzt. Na los, du kannst aus deinen Fehlern lernen. Wenn du was Falsches gemacht hast, kannst du es jetzt wieder rückgängig machen. Ist das nicht toll? Dum, dum, dum. So. Mal auffüllen. So. Los geht's. Ich mag ich aber gerade den Alltag, den ich habe in Stardew Valley. Es ist angenehm so, man hat einen guten Rhythmus, um durchspielig zu kommen. Du hast immer wieder mal Regen, was du dafür sorgst, dass du in der Mine rumeiern kannst. Und so in angenehmen Abschnitten, solche Dinge wie Festivals. Ich finde es ganz schön gemacht. So. Letzte Reihe. Und ich muss eh nochmal auffüllen. Das Feld ist viel zu riesig dafür. Wunderbar. Ganzes Feld ist fertig. What do you want more? Ich will mal ganz kurz gucken, was ich überall noch bräuchte. Exotic Shell. Haben wir noch den Pilz jetzt? Ne? Alles andere haben wir noch gar nicht gesehen. Nein. Was wir machen könnten... Ich denke auf jeden Fall fürs nächste Mal. Artisan, okay. Gardani. Winter. Nein, ich möchte jetzt mal gucken, wo Pantry war. Quality Crops. Ah, da brauche ich die Sterne-Dinge. Okay. Hatte ich. Ich meine, ich kriege eigentlich alles zusammen. Das Problem ist nur, dass ich die Cauliflower nicht habe. Das ist das Einzige, was mir jetzt fehlen würde. Ich müsste in den Laden gehen, sie kaufen, dann raushauen. Das wäre eigentlich ganz gut. Okay. Ich weiß noch nicht, wie das Ding funktioniert. Ich finde es wahrscheinlich raus. Dann, was können wir alles machen? Ich könnte... But here is surprisingly delicate, okay. Ich könnte, was könnte ich machen? Ich könnte die Krabbe verkaufen. Und ansonsten... Ich wollte mir Öfen machen. Öfen machen wir wirklich erst am Ende des Tages. Ich könnte von allem mal eins mitnehmen. Von den ganzen Dingen, die wir hier aufgefunden haben. Was heißt den ganzen? Ich sehe hier gerade sonst nichts anderes, was ich habe. Ja. Ah doch, den Malachite kann ich noch abgeben. Und hier ist nichts. Nein. Okay. Und dann starten wir einmal Museum und dem Schmied einen Besuch ab und dann gucke ich, dass ich mich darum gekümmert habe. Am Ende des Tages bauen wir jetzt eine zweite und eine dritte Furnace. Vielleicht verschiebe ich sie auch raus, statt sie in meinem Haus drin zu haben.
habe ich da drin mehr Platz für Chest. und dann gucke ich, dass die ganzen Copper-Dinger fertig habe. Und je nachdem, wie viel Geld meine ganze Kartoffelfarm einbringt, kann ich dann vielleicht gleich so ein bisschen upgraden. Das wäre ganz schnieke, denke ich. So. Let's run! Okay, erstmal zum Museum. Vielleicht kriegen wir gleich einen Reward dafür, dass wir ihm helfen. Donate to Museum. So. Ah, ich hab dir schon damit das gebracht. Dann kriegst du noch das von mir und ich bin mal so freundlich, du kriegst einen. Ich gehe nochmal in die Farm rein. Vielleicht würde ich nehmen mal irgendwann die Zeit und sortiere so ein bisschen, was Mineralien sind, was Artefakte sind oder. Einfach damit es schön aussieht, so ein persönliches Achievement für sich entdecken, ist glaube ich auch ganz schön. Was nämlich bei solchen Spielen mal mag, ist, nein, du kriegst ja nicht wirklich Achievements für irgendwas, was für Geld hast oder Freundschaften und so. Aber für dich selbst so eine Ordnung haben im Spiel, was wo sein muss, wie es aufgeteilt muss und wenn ich es dir angucke, bist du einfach glücklich damit. So, diese Art Mensch bin ich. Seeds for sale. Kannst du auch das for sale haben? Das kostet glaube ich zu viel für mich, oder? 2000. Ja, not now. Ich hol's ein anderes Mal. Da kann ich auch ein bisschen länger in der Höhle drin bleiben. Bäume. Okay. Sie ist auch raus, müssen in der Küche sein, reden wir trotzdem mal kurz mit der Mom. I've seen wild horseradish in the forest. Danke für die Info. Hey! Guck mal, was ich hab. I seriously love this. You're the best. Well, tomorrow's the flower dance. Dancing is alright, but they make me wear this stupid white dress. Man müsste eigentlich das Prinzip als einziger mit so einem schwarzen Dress auftauchen. Und ja, man braucht zwei Herzen. Yay! Yeah, ich kann sie invaden! Ich kann es immer vorbeigucken. David, the guinea pig. Hi, David! What up, David? Was habe ich jetzt sonst noch, was ich gucken kann? Journey of the Prairie King, Console Edition. Fucking Isaac. Spirit Board, ah. Sie ist so richtig cool, Okkultist, schätze ich mal. Ich habe sie doch schon gesagt, verkauf sie, du bringst sie nur ganz langsam um. Das macht mich traurig, ehrlich gesagt, zu sehen, was du mit denen machst. Hey, will jemand von euch so ein Ding haben? Wer bist du? Du bist Emily, ja, und wer bist du nochmal? Du bist Jody. Nein. Mal gucken, vielleicht mag die Mom auch sowas. Hi. This is absolute junk. I'm offended. Fuck. Geben eigentlich nur die Lieblingsgeschenke so, sag ich mal, Freundschaftspunkte oder auch Dinge, die normal sind für die, sag eine Blume oder so. My nephew Shane has been staying at my place the last few months. Okay, gut zu wissen. Lauf weiter. So. Was wollte ich tun? Ah, ich wollte. Wie hab ich das vergessen? What the fuck? Ich erinnere mich noch an meine awkwarde Reaktion von du hast bestimmt selber Pilze genommen. Damals, als es mir random im Minecraft, als die Biomes dazu gekommen sind, wir haben mit halb Clarity da gerade auf dem neuen Server, haben die Hälfte hat gebaut, die Hälfte hat erkundet. Da kam aber so ein richtig lautes What the fuck von Ahn raus, als er zum ersten Mal diesen riesen Pilz gesehen hat. Ah, das war great. So. Precise. Da. Process this shit. Sieht schön aus. Obsidian. Leg mal einen LSD-Trip. Ich will es jetzt nicht unbedingt dort abgeben. Ich will ehrlich gesagt eher sehen, wissen, wie. Na, weißt du was? Nee, komm, donaten wir es einfach. Ich hab's gerade da, wir donaten es. Das ist alles. Ich werde überlegen, vielleicht ist Abigail zu wegen geben, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ihr Amethyst gefällt und dabei bleibe ich, glaube ich, einfach. Deswegen, hey, guck mal. More stuff for you. You're happy now. Bürder Cup. Level 40 haben wir ja bald. Und sonst Cauliflower. Ich habe immer noch keine Ahnung, was eine Cauliflower ist. Ah. Kannst du einen Nether? Yay! Hat man jemanden Feuerzeug? So, ich
brauche einen Funken der Hoffnung, um zu überleben. So, dann würde ich sagen, wir kratzen das erstmal im Auge. Holen uns jetzt 2-3 Furnaces. Sagen wir 2 weitere. Verbrennen unseren ganzen Körper. Und ich glaube, dann soll es das drum sein. Haben wir genug Stuff. Sonst könnte ich noch angeln gehen. Wie sieht es für meine Skills aus? Farming ist gut. Fishing ist am beschissensten. Ich möchte anmerken, auf meinem anderen Charakter ist Fishing das Beste, was ich habe. So, von Anfang an ist es einfach das Beste. Because it just works with good. Aber jo, was brauche ich alles dafür? Copper or Stone. Und dann baue ich eigentlich nur eins, weil sonst lohnt es sich nicht mehr. Dann habe ich zu wenig, dumm gesagt. Und dann nehme ich dich gleich mit. Das kann ich nicht mitnehmen. Hey. Lass mich dich abbauen. Ah, okay. Okay, danke. Fischen ist nicht scheiße. Fischen, ich finde das Minispiel beim Fischen sogar echt verdammt gut. Weiß nicht wirklich, was du hast. Wir setzen das mal genau in das Bierhaus. Ich weiß nicht, wie ich das hinsetzen soll. Machen wir einfach mal. Ich meine, ich kann es später eh verschieben im Nachhinein. Das passt dann. Und dann crafte ich noch eins. Wie gesagt, hier rein. So. Und dann sollte ich eigentlich meinen gesamten Kopf erholen für das Zeug. So ein bisschen braten. Da war schon alles drin. Kohl und Copper. Da ist kein Kohl drin? Nein. Okay, I grab my stuff. Können jetzt nochmal lockere 10 Bahnen machen damit. Und ich gehe nochmal ins Haus rein und hole meine Werkzeuge. Ich gucke, dass ich dann die restliche Energie nutze, um ein bisschen aufzuräumen. Right, right. So. Guten Morgen, Tarchen übrigens. Ich bin jetzt in alter Zeit nicht viel weiter gekommen. Ich schätze, sie sind gleich fertig, deswegen wollte ich eigentlich gleich abholen. So. Auch noch original. Okay, oder auch nicht. Weißt du was, macht ihr einfach weiter. Pentagramm! Ich habe übrigens schon gemeint, so wenn ich jemals ein riesiges Feld habe und ich es einfach länger nicht nutzen würde, ich bin mir so sicher, solange in der Mitte meine Scarecrow ist, da würden die Felder drum langsam austrocknen, bis ein perfektes Pentagramm da ist. Dann wüsste ich auf jeden Fall, ich muss dieses Spiel löschen und ganz weit wegziehen. Oder ein bisschen Weihwasser draufwerfen, das würde wahrscheinlich auch reichen. Ja. Hallo, tote Katze. Das hört sich manchmal ein bisschen an wie ein Song, wenn ich die ganzen Bäume wegrobbe. Oder generell Stuff mach. So. Thanks. Giving. For me. Hier können wir noch ein bisschen was abbauen. Ja. Oh, ich dachte gerade, was zum Fick ist aufgesprungen. So. Ich muss gucken, dass ich vielleicht auch meine Axt aufwerte, einfach damit ich Hardwood habe, dann könnte ich nämlich... Ich das. Ah, okay, ich habe keinen Platz mehr. Wenn ich Hardwood hätte, könnte ich dann nämlich gleich die nächste Reward einheimsen von meinen kleinen Farm-Trolls. Und ich sollte das ablegen. Gucken, was hier reinpasst. Und der Rest jetzt so. Moment, was? Die Dinger kann ich eigentlich genauso gut wegschmeißen. Und mit wegschmeißen meine ich Geld rausziehen. So. Und ich habe meinen Kopf abgelegt. Ich bin so ein verdammtes Genie. Gott, manchmal möchte ich mich selbst lieben, aber ich kann es nicht. So. Hier ist noch nichts Besonderes. Ich meine, ist zwar nur in den fucking Öfen, aber ey, könnte was Besonderes sein. Ja. Da hat es ein bisschen Feuer rausgeschlagen, ich wollte das andere auch noch anzünden. Lass euch geleistet mittlerweile. Free Crows. You're a good boy. Kriegst ein bisschen Wasser von mir. So. Noch 2 Mal, dann haben wir das Ganze. Dann können wir auch schlafen gehen, nächsten Tag anfangen. Das ist üblich halt, ne? Oder theoretisch brauche ich gar nicht warten. Ich könnte jetzt einfach pennen gehen. Und morgen einfach nochmal anzünden.
und die letzten abholen, das so ein Stück für Stück machen. Ich muss jetzt nicht alles an einem Tag machen.